Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Carsten Schneider. Kommt rein in meine Wohnung. In der Flut ist die Zeit wie ein Rad im Kreis und die ganze Welt kreist um sie. Mit seiner Debüt-CD 7 meldet sich der Berliner Musiker Carsten Schneider, nachdem er mit dem Projekt Josuas Song die CD erneuert veröffentlicht hat. Wir haben Carsten zu Hause besucht, um herauszufinden, welcher Mensch hinter der Musik steht. Sicher und ausdrucksstark bewegt er sich auf den Mischfaden von Xavier Naidoo und all den Deutschrockern, die es gerade so gibt, wie Revolverheld, Silbermond, Allee der Kosmonauten und wie sie nicht alle heißen. Carsten hat einen gut bezahlten Ingenieurberuf an den Nagel gehängt und eine Profikarriere als Musiker begonnen. Dies war ein großer Schritt für ihn. Also es war so, dass ich Wirtschaftsingenieurwesen studiert habe und danach eine Zeit lang bei Vattenfall, dem Energieversorger in Berlin, gearbeitet habe und typischerweise in diesem Bereich auch eigentlich gute Jobperspektiven hatte, aber schon viel nebenbei Musik gemacht habe, auch als Sänger und Songwriter unterwegs war und an Produktionen teilgenommen habe. Natürlich ist es auf jeden Fall ein Risiko, ganz anders, als wenn man als Arbeitnehmer angestellt ist, ein sicheres Einkommen hat. Aber mich hat immer die Idee gereizt, Dinge zu machen, die wofür mein Herz schlägt. Und Musik ist das, was ich möchte, was in mir lebt. Und im Nachhinein auf jeden Fall für mich der richtige Schritt. Carsten Schneider spielt auf Festivals, Hochzeiten, Messen und auch in Gemeinden. Die Reaktion auf unser Konzert ist oftmals so, dass Menschen uns ansprechen, weil sie die Lieder verstanden haben, weil wir viel Deutsch singen. Und gerade im sag ich mal, säkularen Bereich, wo Menschen mit Glauben nicht viel am Hut haben, empfinde ich die Reaktion besonders spannend auf einzelne Lieder von uns, wenn wir davon singen, was Gott für uns empfindet. Ein Lied, was ich geschrieben habe in diesem Zusammenhang ist, wenn du nur wüsstest, aus der Sicht des Schöpfers für uns. Man merkt richtig, wie so ein Knistern in der Luft liegt, wenn wir dieses Lied singen und die Leute fragen uns danach, glaubst du das? Ist es das, was du lebst, wofür dein Herz schlägt? Man kommt sehr leicht ins Gespräch und kann Leuten in genialer Art und Weise einfach von dem erzählen, was wir erlebt haben und was wir ja auch so oft erleben. In Zeiten von Finanzkrise, weltweiten Kriegen und Terrorismus singt Carsten, dass Gott Halt und Grund ist. Dieses Lied »Ich laufe mit dir« ist genau in solchen Zeiten entstanden, wo ich oftmals den Halt nicht mehr hatte, wo ich gemerkt habe, wo ist die Sicherheit im finanziellen Bereich, im beruflichen Erfolg, wo ist die Sicherheit in ganz typischen Alltagsfragen der Versorgung. Ich habe mich immer wieder auf dieses Bild des Petrus, der auf dem Wasser läuft, gestellt, der ja einfach in diesem tiefen Vertrauen auf Jesus feststellt, es geht darum, manchmal aus diesem Boot der selbstgebauten Sicherheit auszusteigen und anzufangen, auf dem Wasser zu laufen. Und nur durch diese Schritte des auf dem Wasser Laufens fangen wir an, auch wirklich Vertrauen zu bekommen, Glauben zu bekommen. Wenn wir im Boot geblieben wären, würden die Sachen um uns herum geschehen, aber wir wären nicht wirklich beteiligt. Aber in diesem Laufen und diesem täglichen Vertrauen auf Gottes Zuspruch, auf seine Versorgung, auf das, was er einem sozusagen ja auch schenken möchte, entsteht dann auch so ein tiefes Vertrauen und so ein Ausspruch einfach in diesem Chorus, Stürme toben, Winde wehen, egal was um mich herum geschieht. Ich möchte diesen festen Halt haben, Jesus. In seinen Liedern zieht sich ein roter Faden durch. Die Hauptbotschaft ist das zu entdecken, was Jesus für uns verbracht hat. Unsere Identität in Jesus. So ist beispielsweise ein Lied wie »Ich bin erlöst, gerecht und frei« entstanden. Auszusingen, das ist das, was am Kreuz geschehen ist für mich. Das ist meine Identität, ein aktuelles Lied ist, was ich geschrieben habe, Söhne und Töchter des Allerhöchsten, was wir Menschen zusingen wollen, dass wir ihnen sagen, du bist ein Kind des Himmels, du bist ja einfach gestärkt und bevollmächtigt, auf dieser Welt Land einzunehmen.